Willkommen bei Medizinmensch. In diesem Video erfährst du die wichtigen Anzeichen, die dabei helfen, die Krankheit Morbus Bechterew zuverlässig zu erkennen. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, erfährst du darüber hinaus, was der Labortest HLA-B27 beim Morbus Bechterew bedeutet. Die Krankheit Morbus Bechterew bezeichnet klassischerweise eine Entzündung der Wirbelsäule. Es handelt sich um eine Erkrankung des Immunsystems, bei der der Körper sich selbst attackiert. Also eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Diese Attacke des eigenen Körpers erfolgt in ganz bevorzugt bestimmten Bereichen. Ganz klassisch ist es hier abgebildet. Man sieht die Wirbelsäule, hier ein vergrößerter Ausschnitt, und man sieht, wie diese Wirbelsäule, das Kreuzbein der Wirbelsäule, dieser Bereich, hier mit dem Becken quasi artikuliert, ein Gelenk bildet. Diese Bereiche sind beim Morbus Bechterew ganz klassischerweise betroffen und ganz klassischerweise asymmetrisch. Also auf einer Seite mehr oder gar nur auf einer Seite, wohingegen die andere Seite nicht betroffen ist. Das sind die sogenannten Iliosakralgelenke. Eine Entzündung der Iliosakralgelenke ist das ganz klassische Zeichen des Morbus Bechterew. Wie untersucht man so ein Iliosakralgelenk? Das kann man hier sehen. Der Patient liegt auf dem Rücken, hat das Bein angewinkelt, eben in dieser Position. Und wenn jetzt der Untersuchende hier auf das Kniegelenk Druck ausübt und gleichzeitig das Becken stabilisiert, entsteht hier natürlich ein gewisser Stress auf dieses Iliosakralgelenk. Normalerweise erzeugt es keinen Schmerz. Bei einer Entzündung der Iliosakralgelenke wäre dann aber hier in dem Bereich ein Schmerz. Manche Patienten geben an natürlich, dass das Knie schmerzt oder Schmerzen in anderen Bereichen. Aber die Untersuchung des Iliosakralgelenks zielt darauf ab, eben hier diesen Bereich, der zum Beispiel beim Morbus Bechterew entzündet ist, zu untersuchen. Jedoch kann beim Morbus Bechterew die gesamte Wirbelsäule betroffen sein. Doch wie lässt sich darauf schließen, dass ein Wirbelsäulenschmerz durch Morbus Bechterew verursacht sein könnte? Unter anderem beim Morbus Bechterew ist es typisch, dass dieser Schmerz in jungen Jahren entsteht. Typischerweise unter 45 Jahren oder unter 40 Jahren sogar. Dann charakterisiert diesen entzündlichen Schmerz, dass er sich mit Bewegung bessert. Das ist ganz anders als beim mechanischen Schmerz. Also wenn wir uns den Rücken verletzt haben und den Rücken benutzen, verursacht das zusätzlichen Schmerz. Doch beim Morbus Bechterew wird sich der Schmerz eher bessern. Die Gelenke werden bewegt und dadurch verbessern sich die Entzündungszeichen. Ganz im Gegensatz dazu ist der Schmerz dann nachts umso schlimmer. Das heißt, wenn wir nachts schlafen, kann dieser Schmerz einen aus dem Schlaf wecken, in den frühen Morgenstunden wecken. Das ist ganz charakteristisch für entzündlichen Rückenschmerz. Die Besserung mit Bewegung, wie erwähnt. Auch ein charakteristisches Anzeichen ist, dass sich dieser Schmerz besonders stark mit Ibuprofen beispielsweise bessert. Beim Morbus Bechterew spricht dieser Schmerz besonders gut auf diese Medikamente an. Bei Patienten, die bereits mit Morbus Bechterew diagnostiziert sind, kann auch folgende Untersuchung nützlich sein, um den Verlauf der Erkrankung zu dokumentieren. Der sogenannte Schober-Test. Beim Schober-Test wird die Distanz zwischen zwei Abschnitten des Rückens gemessen, wenn der Patient aufrecht steht. Und sobald sich der Patient vorbeugt, kann man sich denken, dass der Abstand zwischen diesen beiden Punkten sich verlängert. Einfach dadurch, dass die Gelenke der Wirbelsäule normalerweise sich eben öffnen bei der gesunden Wirbelsäule. Mit fortschreitender Wirbelsäulenerkrankung, wie zum Beispiel beim Morbus Bechterew, versteift sich die Wirbelsäule zunehmend, sodass der Abschnitt dann, also der Abstand, nach und nach sich verringert. Das kann natürlich bei vielen Wirbelsäulenerkrankungen passieren. Das heißt, es ist für die Diagnostik nicht so hilfreich. Aber wenn man schon weiß, dass ein Patient Morbus Bechterew hat, kann das natürlich nützlich sein, um auf sehr einfache Weise festzuhalten, ob diese Erkrankung fortschreitet oder eben stabil ist oder sich gar bessert. Langzeitfolgen von unbehandeltem Morbus Bechterew kann man hier sehen. Also wenn die Entzündung der Wirbelsäule nicht behandelt wird, kann es im Laufe der Jahre nach und nach zu weiteren Versteifungen kommen. Und im Extremfall entsteht dann sowas, was hier abgebildet ist. Also das ist ein Röntgenbild der, vor allem der Lendenwirbelsäule. Und
Das nennt sich einen sogenannten Bambusstab auch, weil es eben ebenso wie ein Bambusstab extrem steif wird. Also die Person hier im Thumbnail des Videos hat das vermutlich. Also das ist ein sehr fortgeschrittener Morbus Bechterew, bei dem die Wirbelsäule komplett versteift und dann natürlich auch stark zu schwerwiegenden Brüchen neigt. Wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel, kommt heutzutage glücklicherweise selten vor. Heutige Patienten mit Morbus Bechterew sind natürlich nicht so einfach zu diagnostizieren, Gott sei Dank. Welche weiteren Anzeichen können dabei helfen, Morbus Bechterew frühzeitig zu diagnostizieren? Wir besprachen bereits den entzündlichen Rückenschmerz, typischerweise in einem Iliosakralgelenk. Doch können bei Morbus Bechterew auch andere Gelenke beteiligt sein, sogenannte periphere Gelenke, also Gelenke, die nicht zur Wirbelsäule gehören, sowie benachbarte Strukturen dieser Gelenke. Ganz typisch hierbei ist eine sogenannte Daktylitis, die hier abgebildet ist. Man sieht einen Patienten, und bei solchen Untersuchungen ist es natürlich immer hilfreich, beide Seiten zu vergleichen. Und ihr werdet relativ einfach dann sehen, hier ist das Problem. Also dieser Daumen ist extrem geschwollen im Größenvergleich, sollte normalerweise natürlich diese Größe haben, ist aber extrem dick und entzündet und wahrscheinlich auch extrem schmerzhaft. Ist die sogenannte Daktylitis und ist eine typische Art von peripherer Gelenksbeteiligung bei diesen Art von Erkrankungen, wie unter anderem auch beim Morbus Bechterew. Und die Idee dieser Entzündung und dass diese Entzündungen so asymmetrisch sind, wie unter anderem auch mit den Iliosakralgelenken, ist, dass es offenbar bei diesen Patienten zu einer sehr starken Reaktion auf ganz kleine Verletzungen kommt. Also man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass jetzt dieser Patient hier eine kleine Verletzung bei einer sportlichen Aktivität hatte, zum Beispiel mit einem Fußball angeschossen wurde. In den USA kommt es häufig beim Baseballspiel dazu, dass dann ein ganzer Finger isoliert stark entzündet ist, wohingegen der Rest der Hand komplett normal ist. Und die Idee ist halt wirklich, dass der Körper beim Morbus Bechterew und solchen ähnlichen Erkrankungen stark auf minimale mechanische Verletzungen reagiert und es dadurch zu sehr starken Entzündungen kommen kann. Ebenso natürlich bei den Füßen kann es auftreten. Hier sieht man ein Beispiel, hier ist dieser Zeh betroffen. Und häufig oder zumindest nicht selten kann es auch zum Beispiel mit Gicht verwechselt werden. Also gerade wenn das jetzt im großen Zeh geschehen würde, kann es häufig für einen Gichtanfall gehalten werden, ist aber auch ein Anzeichen von Erkrankungen wie Morbus Bechterew. Es können auch große Gelenke betroffen sein, wie Knie oder Knöchel. Und auch hier typischerweise asymmetrisch, also auf einer Seite, wohingegen die andere Seite verschont bleibt. Und natürlich auch typischerweise, dass der Rheumafaktor bei diesen Entzündungen negativ ist. Also man spricht auch von den seronegativen Spondyloarthropathien. Und das seronegativ bezieht sich hier auf den Test des Rheumafaktors. Ein weiteres Anzeichen ist die sogenannte Enthesiopathie, also die Beteiligung nicht nur des Gelenks, sondern eben auch die Entzündung von benachbarten Strukturen. Und Enthesen sind hier abgebildet. Also man sieht die Achillessehne hier normal auf dieser Seite und natürlich sehr verdickt auf der Seite. Und die Enthese ist dieser Bereich, der hier sehr schmerzhaft sein wird, wo diese Achillessehne auf der rechten Seite hier in den Knochen inseriert. Das ist die Enthese. Also die Funktion ist diese mechanische Verankerung einer Sehne. Die ist oft entzündet beim Morbus Bechterew. Und das unterscheidet sich grundlegend von anderen Gelenksentzündungen, wie zum Beispiel der rheumatoiden Arthritis. Also bei rheumatoider Arthritis ist diese Entzündung normalerweise symmetrisch. Also die linke Hand ist betroffen, rechte Hand ist betroffen. Und das heißt, normalerweise sind dann auch viele kleine Gelenke betroffen. Also zum Beispiel alle Knöchel, beide Handgelenke und so weiter. Und natürlich, normalerweise ist auch bei der rheumatoiden Arthritis der Rheumafaktor positiv. Kann immer Ausnahmen geben, aber grundsätzlich Rheumafaktor positiv, grundsätzlich symmetrisch, hilft es vom Gelenkentzündung beim Morbus Bechterew beispielsweise zu unterscheiden.
Doch zurück zum Morbus Bechterew und weiteren möglichen Anzeichen außerhalb der Gelenke. Zum einen wichtig zu erwähnen ist eine Augenentzündung, eine sogenannte Uveitis, die man hier sieht. Eine Uveitis ist eine schwerwiegende Augenentzündung und auch diese zeigt sich normalerweise, dass sie auf einem Auge sich nur abspielt. Also eine Bindehautentzündung normalerweise durch ein Virus ausgelöst, wird sich fast immer sehr schnell auf beide Augen ausbreiten, sodass beide Augen gerötet sind. Bei einer Uveitis hingegen sieht man diese schwerwiegende Entzündung und hier kann man das sehr leicht erkennen. Also hier sieht man schon, dass selbst die Form der Pupille verändert ist, was daran liegt, dass eben dieser Apparat, der das steuert, so stark entzündet ist, dass halt, wenn jetzt ein Lichtreiz kommt, das zu schweren Schmerzen auch führen kann. Also ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung des Auges. Also extrem schmerzhaft dadurch auch und muss natürlich von einem Augenfacharzt diagnostiziert und natürlich auch schnellstmöglich behandelt werden. Weitere mögliche Anzeichen sind Veränderungen der Haut, sogenannte Schuppenflechte oder Psoriasis, die hier abgebildet ist. Also ganz typische Stellen für diese Psoriasis wären an Ellenbogen oder unterhalb des Knies. Und hier ist auch einfach zu erwähnen, dass Patienten diesen Zusammenhang mit Morbus Bechterew und so weiter oft gar nicht sehen. Denn eben sagen, ja, ich habe immer so ein kleines bisschen Psoriasis, ist aber ganz mild, nur ein ganz wenig am Ellenbogen oder an der Kopfhaut. Andere Stellen können auch sein im Intimbereich oder ja, unter der Brust, um den Bauchnabel und so weiter. Gehört zur Untersuchung dazu, die zu untersuchen oder zumindest den Patienten danach zu fragen, ob dort derartige Läsionen sind, weil das eben auch beim Morbus Bechterew häufiger vorkommt. Auch entzündliche Darmerkrankungen sind in einer Beziehung zum Morbus Bechterew. Also sowohl Morbus Crohn als Colitis ulcerosa äußern sich natürlich in schweren Durchfällen üblicherweise und müssen durch einen Gastroenterologen, also ein Facharzt, auch diagnostiziert werden, typischerweise mit einer Darmspiegelung. Aber auch andersherum, Patienten mit Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa in erster Linie haben häufig auch, gerade bei Schüben dieser Erkrankungen, zunehmend Gelenkschmerzen. Also es gibt diese beidseitige Beziehung. Das führt dann auch dazu, dass Morbus Bechterew mit diesen verwandten Erkrankungen oft zusammengefasst wird. Und zwar zu einer Gruppe der Erkrankungen, die sich Spondylarthropathien nennt. Und ich habe es schon erwähnt, seronegative Spondylarthropathien. Seronegativ, weil eben der Rheumafaktor negativ ist. Und das Modell hiervon ist quasi so entstanden. Also man kann sich vorstellen, dieser klassische Morbus Bechterew, also dieses ganz zentrale reine Bild dieser Erkrankung und dann diese anderen Erkrankungen, die auf gewisse Weise mit dieser Erkrankung verbunden sind. Also verbunden auf der einen Seite durch Symptome und auf der anderen Seite auch verbunden sind durch ein Gen. Und dieses Gen ist, ihr seht es hier, wenn ich es nicht verdecke, es ist das Gen HLA-B27. Doch was ist nun die Bedeutung des Labortests oder dieses Gens HLA-B27 bei Erkrankungen wie Morbus Bechterew? Wie versprochen, ich erkläre es euch nun. Zum einen handelt es sich bei diesen HLA-Molekülen wie HLA-B27 um sehr wichtige immunologische Adaptermoleküle. Also HLA steht für humane Leukozytenantigene. Das ist im eigenen, also es ist nicht besonders wichtig, wofür es steht. Was wichtig ist, ist, dass diese Adaptermoleküle eine extreme Vielfalt besitzen und sich auch von Mensch zu Mensch, also von Individuum zu Individuum sehr stark unterscheiden. Und sie sind so wichtig, weil sie bestimmen, sie fungieren wie ein Filter, durch das Immunsystem quasi fremde Eiweiße sieht. Und das habe ich in dem Beispiel dargestellt. Wir können uns jetzt vorstellen, unser Immunsystem, genauer gesagt hier eine Killerzelle in unserem Immunsystem,
ist darauf ausgelegt, genau eine bestimmte Bedrohung zu erkennen und zu neutralisieren. Also hat ein extremes Vernichtungspotenzial. Ja? Also es ist sehr mächtig, mögliche starke Zerstörung, so wie der Präsident den Atomkoffer quasi befehligt. So ist auch diese T-Killer-Zelle möglicherweise sehr, sehr stark und kann Bedrohungen vernichten. Beispielsweise Fidel Castro oder eben ein Coronavirus zum Beispiel. Doch ja, ebenso wie nun Präsident Kennedy wird sich nicht in ein Flugzeug setzen, nach Havanna fliegen, um zu schauen, wie die Lage ist. Nein, der Präsident erhält natürlich Präsentationen von Vertrauten. Mr. President, unser Geheimdienst hat das und das beobachtet. Und das heißt, diese Art und Weise, wie ein bestimmter Sachverhalt, also die Kuba-Krise, präsentiert wird, hat maßgeblichen Einfluss darauf, was dann auch das Immunsystem mit dieser Information macht. Also entweder eine Invasion befehligt oder einen Nuklearschlag oder wie auch immer. Und so ist es auch beim Immunsystem. Und diese Art der Präsentation, die hier McNamara macht, durch die präsentierende Zelle, erfolgt durch die HLA-Moleküle. Also zum Beispiel HLA-B präsentiert das an diese Immunzellen. Und das, so haben HLA-Moleküle eben einen sehr starken Einfluss. Das heißt, wenn diese Geschichte, der gleiche Sachverhalt, also Fidel Castro oder Kuba, anders präsentiert werden sollte, zum Beispiel durch HLA-B27, und die Geschichte wird anders an den Präsidenten vorgetragen, was dann passieren kann, ist, es kommt quasi zu einer nuklearen Endzeitkatastrophe. Und es kann dazu kommen. Das bedeutet nicht, dass es dazu kommen muss. Viele Menschen mit HLA-B27 haben HLA-B27 und es kommt nicht zum Morbus Bechterew. Aber wenn man HLA-B27 hat, dann hat das Immunsystem eben diese Tendenz zu solchen Erkrankungen, die dann dazu führen, dass diese zum Beispiel Iliosakralgelenke eher sich entzünden, dass bestimmte Entzündungen, bestimmte Körperbereiche eben von unter anderem diesen T-Killer-Zellen heimgesucht werden. Aus diesem Grund ist HLA-B27 so hilfreich bei der Diagnose. Für den Fall, dass du an Morbus Bechterew oder einer ähnlichen Erkrankung leidest, versteh es bitte nicht falsch, es ist nur ein Erklärungsmodell, um den Sachverhalt besser zu erklären. Für den Fall, dass du das Video lehrreich fandest, bitte gib ihm ein Like, damit es noch mehr Leute sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmensch.